Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Oninaki. Ja, was bisher geschah. Wir sind dem Frauenmörder auf die Schliche gekommen, der im Grunde genommen einfach nur seine eigene Frau, die gestorben ist, wiederbeleben wollte. Hatte dafür andere Frauen geopfert, darunter unsere enge Freundin Mayura, die wir dann auf, ja, recht trauriger, also recht mit einer traurigen Szene quasi verabschieden mussten. Ja, und dann kam uns der Nachtteufel erneut in den Weg. Hat uns so ein bisschen gehauen, wir haben ihn zurückgehauen und naja, ne? Jetzt ist es so, dass wir Zael, diesem arroganten, komischen Ex-Kameraden, Ex-Kollegen, im Kerker aufsuchen sollen, um ihn auszufragen, wie es jetzt mit dem Nachtteufel, ja, weitergeht, ne? So, oder woher er kommt, oder überhaupt Informationen zu bekommen. Oh, okay. Es tut mir leid, Kagachi. Was denn? Das wäre nie passiert, wenn ich meine Erinnerungen noch hätte. Ja. Ich bezweifle, dass es einen großen Unterschied gemacht hätte. Ich weiß nicht, ob du das sagst, damit ich mich besser fühle. Oder ob du nur fies bist. Ich würde sagen beides. Ein bisschen. Ein bisschen von beidem. Du Blödian. Danke. Er wird immer mächtiger. Wenn er so weitermacht, wird wohl nichts aus deinem Vorhaben. Hä? Du willst ihn doch retten, oder? Kagachi. Nara. Keine Sorge. Ich werde es trotzdem versuchen. So sind wir Wächter halt. Arigato. Vielen Dank. Ja, dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Oh. Ach, die explodieren auch noch. Warte mal, die hätte ich mal gerne. Ah, oh Gott, oh Gott. Ach, die portet. Oh, das ist cool. Was heißt Port? Ja, ja doch. Ist Warp. Möchtet ihr vielleicht irgendwie Steine droppen oder so? Das wäre voll cool. Ups. Ja, die Lady muss hier noch getrainiert werden hier. Was ist das denn? Was sind das denn für Blümchen? Machen die irgendwas? Okay, die spucken. Au. What the? Oh. Nee, nee. Okay. Blah. Das ist nicht sehr nett, Leute. Überhaupt nicht. Ach komm, hör auf mich anzuspucken. Synchronspucken. Ist das jetzt eine neue Sportart? Nein. Da hätten die eventuell gewonnen. Da! Gott. Ich will doch nur trainieren hier. Eventuell. Ah, ein Sensenstein. Sieh an. Das ist doch schon mal was. Eigentlich müsste ich alle mal trainieren, aber okay. Was haben... Hi. Och nee, auch noch ein Kreis. Nein, au. You know what? Oh, das ging schnell. Ah,
So, was? Dann wechsle ich mal direkt wieder auf Sanna. Sie sagt immer irgendwas über Majora, das finde ich irgendwie voll niedlich. Was ist... Achso! Hi! Das ist ein Geist! Was ist das denn? Es ist ein Tier. Was ist es? Tell me what it is, please. Ein Wuffi! Oh! Ein Sprechwort. Die Seele des Dämons Sephir resoniert mit Kagachi und wird jetzt an seiner Seite kämpfen. Sephir. Ha, wie süß. Wenn mein Bauer bekommt. Eindeutig ein Hundetyp hier. Sephir, die Seele dieses Einzelgängers, wurde in der weiten Wildnis geschmiedet. Er hat noch ferne Erinnerungen an tagelange, hitzige Kämpfe mit würdigen Gegnern. Sephir kämpft mit denen, die ihn besitzen, indem sie auf seinem Rücken reiten. Er ist sehr beweglich und stets in Aktion. Blitzartige Überfälle sind seine Spezialität. Er kann Doppelsprünge und verschiedene Angriffe einsetzen, um die Distanz zum Gegner zu überwinden. Man kann auf ihn reiten? Oh. Bin ich entzückt? Eventuell. Da oben geht's schon wieder nicht weiter. Autsch. Okay. Lass mal die schöne Musik genießen. Mal wieder. So. Dann hätten wir's. Noch mehr Gegner bitte. Damit das hier nicht so umsonst ist. Und wenn ihr schon mal dabei seid, droppt mal ein paar Räucherstäbchen. Ja. Na, geht doch. Hallöle. Nee, komm schon. Dankeschön. Ja. Aha. Nein. Ganz sicher nicht. Ja. Ich gehe einfach hier wieder raus. Ist doch eh Ende. Also von daher. Wollte ich mich eigentlich nicht mit denen wieder fassen. Wie weit schießen die eigentlich? Okay. Damit kann ich leben mit der Reichweite. So. Müsste mal gucken, ob ich nicht vielleicht... okay, ich guck später. Ich sag dir, Synchronspucken. Du brauchst mir nicht auf die Pelle rücken hier. Sicherheitsabstand. Hast du mal davon was gehört? Komische Pflanze? Nein? Ja, bestimmt. Wie die da einfach zusehen, wie ich deren Kameraden hier abmurkse.
gut. You know what? I don't give a shit about that. Ah, Gott. Paralyse. Na komm. Na komm. Kommt jetzt noch einer, der vielleicht mit uns spielen möchte. Nein? Keiner? Okay. Oh Gott. Ich erschrecke mich immer bei diesen komischen Dingen. Was ist das? Ich glaube, das sind Totems, aber haben die einen Nutzen? I don't know. Ja, hi! Wer lebt denn hier total einsam und verlassen auf dieser, in dieser Gegend? Ah, da ist noch ein Grenzstein. Wo willst du hin? Ah. In den Kerker hinter den Bergen. Das wird nichts. Nase. Warum nicht? Sorry. Bosse kommt. Aus dem Weg. Nani? Was ist ein Bosse? Was? Okay, Bosse. Bist du ein Freund meines Schwiegervaters? Siehst du aus? Ja. Nein, ich versuche nur durch die Berge zu reisen. So des ga. Oh, er wollte dich nicht durchlassen, was? No. Nein, fasselte irgendetwas über einen Bosse. Sore wa... Eine gefallene Seele. Mein Schwiegervater ist wie besessen von ihr. Und ich soll einfach warten, bis er mit ihr fertig ist? Keine Chance. Ich muss mein Ziel erreichen. Ich werde den Gefallenen selbst erledigen, wenn es sein muss. Bitte nicht, das musst du ihn tun lassen. Diese gefallene Seele ist etwas Besonderes, sie... Also, er. Bosse war der jüngere Bruder meines Schwiegervaters. Nani? Woher weißt du, dass er der Gefallene ist? Yeah. Mein Schwiegervater weiß, wie er starb und bereut es sehr. Wie ist es passiert? Vor etwa 5 Jahren gab es einen Erdrutsch. Sein Bruder beschützte ihn davor und ließ dabei sein Leben. Mein Schwiegervater war untröstlich. Irgendwann meinte er, dass er eine Stimme höre. Er sagte, es sei die Stimme seines jüngeren Bruders. Seitdem widmet er sich der Vernichtung dieses Gefallenen. Der Gefallene, zu dem sein Bruder wurde. Gib ihm diese Chance. Bitte. Kinder. Papa, du musst die Aegisflöte schnitzen. Wie was? Papa ist gerade mitten in einem Gespräch. Warte da drüben, bis ich fertig bin, ja? Tut mir leid, sie haben gerade ihre Mutter verloren. Es tut mir leid, das zu hören. Was ist das für eine Aegisflöte, von der er sprach? Es ist ein Instrument, das aus Aegisholz geschnitzt ist. Seine Musik soll die Toten auf ihre Reise ins Jenseits begleiten. Die Menschen in dieser Gegend pflegen diese Tradition seit Generationen. Bitte, Papa? Kinder, wartet doch mal! Papa ist gerade sehr beschäftigt. Außerdem habe ich kein Holz. Ich schnitze sie später her, in Ordnung? Ja, da! Na. Ich hätte Zeit, um dir das Holz zu holen. Hast du? Wirklich? Meinst du das ernst? Ah. Klar. Hurra! Ja. Anno. Warum bist du so nett zu uns? Das frage ich mich gerade. Ich bin ein Wächter. Es ist meine Pflicht, die Verlorenen ins Jenseits zu schicken, ob sie nun Gefallene sind oder nicht. Arigatou gozaimasu. Ich bin dir sehr dankbar. Yoshi. Schulterzug. Wie sieht so ein Aegisbaum überhaupt aus? Windmühlen. Also Windräder, ja. Er ist klein und hat rote Blüten. Nördlich von hier solltest du einen finden können. Tut mir leid, dass ich dir diese Last auferlege, aber bitte, hilf ihm. Also wem soll ich jetzt helfen? So, wen nehmen wir denn jetzt? Ich würde nämlich gerne mal...
Ich würde gerne mal den Barbar ausprobieren. Oh, man kann ja echt auf wieder rein. Oh, ich mag die Windräder. Ach nee, schon wieder Turnschuhe. Au. Es passt ja, ne? Also so ein Hundecharakter und Turnschuhe. Was klingelt hier so? Hä? Nope. Nom, 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 nom. Ja. Ich nehme die Sahne. Also so. Total daneben. Easy. No! Oh, oh. Ich wollte gerade ausweichen. War das noch unnötig weiter hoch steigen. Erstmal warten. Ja, vielleicht auch ein bisschen näher rangehen. Ah. Na, komm. So. Ich hätte nichts gegen ein paar mehr Mobs. Ach, von mir aus. Noch nicht. Das war echt nett von dir, Kagachi. Nicht wirklich. Das ist schließlich mein Job. Ich denke, es steckt mehr dahinter. Weniger reden, mehr suchen. Na gut, wenn du schon wieder so fies bist. Ich habe den Baum zwar bereits entdeckt, aber wenn du nicht willst, dass ich rede... Wo? Oh. Da drüben, schau. Oi. Wie lange wolltest du das für dich behalten? Ja, wenn du nicht so fies zu ihr wärst. Kagachi, hier ist jemand. Ah. Ah, Tatsache. Ja, ich sollte aber vielleicht erstmal den Seelen. Den Sicht. Oh. Man spricht ab. Oh Gott, das ist eklig. Ja, spuck doch auf dich selbst. Nein. Nein. Jetzt hätte ich gern Sarah, aber na gut. Nein, 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 nein. Ach komm. Nope. Yes. Jetzt können wir wieder auf die Sahne wechseln. Dann aktivieren wir mal hier das Jenseits. Und auf geht's. Ja. Eine Kiste. Yay. Was ist das? Ein Universalstein. Cool. Hallöchen, wer bist du denn? Nenn uns deinen Namen. Hi. Sei gegrüßt, Verlorene. Wie? Welches Bedauern hält dich hier fest? Anno? Meine Kinder haben mir diese Blumen hinterlassen. Hier gelassen. Haben sie das? Nee. Du musst die Mutter dieses kleinen Jungen und Mädchens sein, die wir getroffen haben. Sie riechen wunderschön. Oh mein. Machst du dir Sorgen um deine Kinder? Ehe. Es wird ihnen gut gehen. Sie werden sicherlich groß und stark werden. Demo. Nein, das ist es nicht. Es geht um meinen Vater. Sodewa. Wegen dem, was seinem Bruder widerfuhr?
Ich bin sicher, dass mein Onkel zu einem Gefallenen wurde, weil er nicht aufhören konnte, sich um meinen Vater zu sorgen. Und jetzt verschwendet mein Vater seinen Lebensabend darauf, es wieder gut machen zu wollen. Ich will, dass es zu Ende ist. In Ordnung. Wenn ich deinem Vater helfe, hilft das auch dir und deinen Onkel ins Jenseits zu gelangen. Ich kann dir gar nicht genug danken. Das ist meine Pflicht als... Ikutomori. Wächter? Seufz. Oh, Lin ist so süß. Bitte halte meinem Vater auf. Mit dieser Dummheit wird er sich nur umbringen. Ich will nicht, dass das passiert. Wer will das schon? Ich geh mal wieder raus. Was ist denn das hier überhaupt für ein Weg? Ah, ich laufe im Kreis. Ach gut. I mean, why not? Darf ich kurz an den Grenzstein? Nein? Okay. Ohne Worte zog er weiter. Er ist zurück, er ist zurück. Du hast es gefunden. Hat er überhaupt was mitgenommen? Oh Gott, Kinder. Vielen Dank. Hey, du riechst irgendwie nach meiner Mama. Ja, das tut er. Er riecht nach Mami. Ja. Ja. Was? Nein, das sind nur die Blumen. Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht. Es ist, als wäre Mama hier und würde mit uns reden. Ja, genau. Irgendwie ist das süß, ja. Kinder bemerken viel mehr als Erwachsene. Was meinst du damit? Wir erzählen die Story. So, desu. Ich verstehe, also ist meine Frau wirklich... Keine Sorge, ich werde diese beiden anständig großziehen. Ich glaube, daran hat sie keine Zweifel. Du verrichtest heilige Arbeit, Wächter. Oh. Wenn du meinst. Oh no. Mein Schwiegervater ist kein junger Mann mehr. Ich wünschte, er würde aufhören, sich selbst in Gefahr zu bringen und einfach die Jahre genießen, die ihm noch bleiben. Ich werde versuchen, ihn zur Vernunft zu bringen. Du findest ihn vermutlich dort, wo er sich meist aufhält. Entlang der Nordwesthänge des Theora-Bergs. Alles klar, ich werde sofort dorthin gehen. Gut, gehen wir dahin. Nachdem ich die Gruppe geändert habe, weil ich hätte gern Saf wieder. Ich habe ein Herz für den... Und wir gucken mal schnell, ob ich irgendwas... Ich kann nicht mehr reden. Ob ich irgendwas einlösen kann oder auslösen oder... Ich weiß nicht, was ich da rede. Was rede ich da überhaupt? Habe ich irgendwo vielleicht... da ist eine Erinnerung. Schlingheil, warte mal. Ich möchte erstmal das hier machen, damit ich da dran komme. Gnade, danke. Ist jetzt die Frage... Reichen die zwei aus? Chance auf Heilung bei eigenen Treffern. Okay. Mache ich einfach. Und dann... Rang 2. Ja, das ist ein bisschen stärker geworden jetzt. Ich habe jetzt 10 Universal... Oh, 10 Stück. Hm. Das ist cool. Das ist gut. Das ist sehr gut eigentlich. Na komm. Ich möchte irgendwie die Erinnerung da haben. Ja. Ja. Gnade. Greife mit deinem Dämon und werde danach unsichtbar. Das klingt doch ganz cool. Das war's? Ups. Entschuldigung, Schoko.
Klopp, klopp. Dankeschön. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wenn ich jetzt hier durchgehe. Ah, ich kann noch weiter. Okay. Das ist gut. Okay, hier hört es schon auf. Auch gut. Von mir aus. Ja, hier ist ein Geist. Wo ist der Sichtdieb? Wieso sage ich immer Seelendieb? Ich bin ein bisschen verwirrt, glaube ich. Und da spucken sie wieder. Ja, komm. Chaga. Ja, okay. Ich hab nicht in die richtige Richtung gezielt, Chaga. Ich suche den Sichtdieb, den Sichtdieb. Warte mal. Okay, der ist hier irgendwie nicht. Und ich glaube, hier sollte ich auch gar nicht hin. Ich glaube nämlich, da hinten ist der Kerker. Sensenstein, yes! Ja, sowieso. No. Was mich interessieren würde, folgen die mir dann eigentlich jetzt? Folgt ihr mir bis hierhin? Ja, nein. Nein. Oh Gott. Ich will mal interessieren, was sie die ganze Zeit über Majora sagt. Nein. Not today. Not today. Not today. Ich will mit dem Geist reden. Was ist das für eine? Oh. Ach du Shit. Ich sollte vielleicht Gnade erwacht. Cool. Hauptsache, der chillt da seine Base. Ah, jetzt dashen die, oder was? Wollt ihr mich eigentlich verarschen hier? Ja, komm. Bam. Da-da-da-dum. Bam. Okay, die sind jetzt One-Hit. Die sollte ich vielleicht auch nochmal wegmachen, weil die werden richtig nervig. Au. Au. Aha. So, ich gehe nicht weiter. Ich gehe jetzt in das Ding. Löse es aus. Und gehe zurück zu der Eulen. I want to talk with you, lady. Eisenherz. Aha. Ich hab Tarnumhang gelesen, auch gut, anstatt Tarnung. Harry Potter Matsch. So, darf ich jetzt weitergehen und mit der Dame hier reden? Danke. Hi. Warum bin ich jetzt verloren? Die Lehren des Navigators sind nie falsch. Oh. Nie falsch. Nie? Niemals. Niemals falsch? Nee. Oh.
Du hast die Geschichte der verlorenen. Ja, super. Ist jetzt aber nicht unbedingt das. Ja. Das ist cool. So, dann gehen wir einfach mal weiter. Irgendwie. Begrüßen ein paar T-Rexe. Hi, was geht? Nope. Ha! Ja, es ist so. Nope. Nein, 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 nein. So, dann, okay, das war ein bisschen irritierend, weil es geleuchtet hat. Hi! Ich hasse es, wenn die meinen Skill einfach unterbrechen. Da-da-dam! Ach, kein Moment? Schade. Noch mehr Turnschuhe! Als hätte ich nicht schon genug von denen. So. Dum, dum, dum. Ja. So. Aber wenn wir mal ein bisschen ausrüsten, weil die Viecher, die mag ich absolut nicht. Und ups. Da-da-da-dam. Ja. Das ist. Ach mal. Soll das hier? Au. Nein. Aus. Platz. Sitz. Ja, ich wollte schon sagen, bei ihr ist, glaube ich, irgendwas erwacht. Sehr schön. Gehen wir doch mal hier Ermächtigung. Cool. Dann mache ich direkt das hier mal. Und erlerne direkt danach das hier. Dann habe ich schon mal 3 Skills. Das ist gut, das ist sehr gut. Ja. So, jetzt mal gucken bei der Ausrüstung. Ich habe jetzt nämlich viel bekommen hier. Okay. Was haben wir denn hier? Nichts Neues. Auch gut. Eigentlich nicht. Was haben wir da? Oh. Ich habe den zwar nicht dabei, aber ich rüste es trotzdem aus. Aha. Was haben wir denn hier? Ein Spiel. Ah, nee. Kein Slot. Habe ich von dem irgendwas? Oh, Tatsache, ein Eisenherz. Hübsch. Ich sollte die Benachrichtigung ausschalten. ja. Doch mal weitermachen. Also, sag mal, was passiert? Oh, teilweise Fernkampf. I like. Okay, ich meine, warum nicht? Aha. Oh. Ach komm schon. Hauptsache der chillt hier, was zur Hölle? Der Turnschuh. Wobei mich mal interessieren würde, wie die eigentlich wirklich heißen. Haben wir nicht so eine Enzyklopädie? Warte, da liegt ein Räucherstäb. Ich kann ihn nie aufnehmen. Nein.
Okay, warte mal. Habe ich nicht irgendwie sowas? Erinnerung, Gefallene, Pingi, Wasserpingi, okay. Ich habe Eigenbrötchen gelesen, auch gut. Ein Düsterfisch. Ah. Gut, von mir aus. Ich nenne es immer noch Turnschuh. Düsterfisch. Hi. Und können wir weiter? Es sieht nach Endkampf aus. Für diesen Bereich zumindest. What? Warum ist er so groß? Wo ist denn der alte Mann? Es ist echt traurig. Du könntest es ganz einfach beenden, aber dann würde dir sein Bruder nie verzeihen. Was wirst du also tun? Soka. Ich glaube, das ist Kagachi egal, oder? Der alte Mann sagte, er könne die Stimme seines Bruders noch immer hören. Nein. Vielleicht steckt in dieser Kreatur also noch etwas von seinem Bruder, tief im Inneren. Es ist ein Risiko, das ich bereit bin einzugehen. Es wird sich lohnen. Dessen bin ich mir sicher. Hi! Ich weiß nicht, wo... Ja. Warte. Hauptsache, die Musik ist einfach maßlos traurig. Das ist traurig. Nein, 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 auf Video, Video, Video! Oh. Ah. Nein. Oh, jetzt ist am Boden. Also am Boden, am Boden, am Boden, am Boden. Meteor heb ich auf für den Fall, wenn er wieder spucken will. So wie jetzt. Also. Was war das? Wie die Musik einfach traurig ist. Mann. Stop it. Ich will nicht weinen. So. Na komm. Das ist nicht so, dass ich dich jetzt töte, hallo. Könntest du dich zurückverwandeln oder so? Das wäre voll nett. Das wäre zumindest irgendwie in irgendeiner Form Hoffnung, dass man... dass man vielleicht die Gefallenen retten kann. Oh. Was? Ich wollte kein Auto. Nein. Kein Auto. Jemand wartet auf dich. Ich weiß, dass du das spürst. Du kannst der Verzweiflung nicht nachgeben, bis du mit ihm gesprochen hast. Ach komm. Sei ein braver Gefallener. Oh. Er spricht? Oh mein. Weißt du, wer du bist? Ah. Ja, ich. Bosse. Mein Name ist Bosse. Kagachi, das ist unglaublich. Er ist wieder ein Mensch. Na, menschlicher Geist, sagen wir mal so. Ja, er hat einen sehr starken Willen. Ich möchte meinen Bruder sehen. Dann komm mit mir. Lorbeer. Okay. Du kriegst das. Willst du das? Ja, du kriegst das. Dann kümmere ich mich später um die Steine. Habe ich hier noch irgendwas, was ich vielleicht
Eine Art Truhe. Nein? So. Hauptsache der chillt hier so. Ich wusste, dass du ihn spüren würdest. Busse, ist er wirklich hier? Bruder. Ich spüre ihn neben mir. Was zum Kuckuck ist hier los? Was hast du getan? Sag es mir. Es stimmt, er ist hier. Und er macht sich große Sorgen um dich. Das ist alles meine Schuld. Ich hätte sterben sollen, nicht er. Sag so etwas nicht. Ich bin froh, dass du überlebt hast. Ich würde es nicht ertragen, dich als Gefallenen leiden zu sehen. Zu wissen, dass ich dir sogar im Tod noch Leid bereitet habe. Es tut mir leid, so unendlich leid. Geh nicht so hart mit dir selbst ins Gericht, Bruder. Das ist unsinnig. Und unnötig. Je länger du dich weigerst, mit der Sache abzuschließen, desto länger wird dein Bruder leiden. Durch dein Bedauern leidet er auch im Tod noch. Du musst einen Weg finden, glücklich zu sein. Er hat recht, Bruder. Genieße das Leben sowohl für dich selbst als auch für mich. Bosse, ich bin so froh, dass du von allen kleinen Brüdern auf der Welt gerade meiner warst. Oh. Ich auch. Ich hätte mir keinen besseren großen Bruder wünschen können. Oh Gott, da wird man echt sentimental. Jetzt, wo er weiß, dass es dir gut gehen wird, kann er ins Jenseits gehen. Ich denke, du weißt, was du tun musst. Das tue ich. Ich werde mir seine Worte zu Herzen nehmen. Hat er ihn gehört? Oder hat Kagachi einfach nur übersetzt? Alles klar. Ich freue mich so für sie. Wenn doch nur alle Menschen so miteinander umgehen würden. Ja. Das Leben verläuft leider nicht immer so, wie man es sich wünscht. Weiß ich ja. Danke. Dennoch geschehen manchmal Wunder. Ja, das tun sie. Jetzt muss ich, glaube ich, nur noch die... Arigato. Okay, ich sag nichts. Mein Bruder und ich stehen für immer in deiner Schuld. Vielen Dank. Du wirst uns doch besuchen kommen, oder? Oh ja, komm uns besuchen. Bitte nicht. Du hast eine wunderbare Familie, weißt du. Hi. Die allerbeste. Ah, oh, das ist die Mama. Nee. Es muss schön sein, so viele Leute um sich haben, die einen lieben. Das macht mich irgendwie neidisch. Du könntest jederzeit hierbleiben. Nein, schon in Ordnung. Außerdem habe ich ja schon jemanden, der mich gern hat. Ach ja, wen denn? Du bist so fies. Kagachi, der krummelige große Bruder, ne? Ja, das ist cool. Ja. Ja, dann steht ja als nächstes, der Kerker an, aber das würde ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge. Also, haltet die Ohren steif.